Traumberuf als Kind oder Jugendlicher war? Ich wollte Liedermacher werden, so wie Konstantin Wecker auf der Bühne steht. Welches Buch lesen Sie zurzeit? Das heißt, als die Soldaten kamen, und da geht es um das Tabu der Vergewaltigung nach dem Krieg. Welches Buch außer der Bibel hat Sie geprägt? Das war von Karl Rahner, der Grundkurs des Glaubens, was aber alles andere ist als ein Grundkurs. Welche Persönlichkeit der Geschichte oder Zeitgeschichte bewundern Sie? Also so die Widerstandskämpfer in der Nazizeit auf katholischer Seite, so Karl Leisner und Pater Rupert Mayer oder Alfred Delp, die bewundere ich. Ihr Lieblingsessen ist? Wenn ich es nicht selber zubereiten muss, dann sind es Rindsrouladen. Was ist Ihr Traumziel oder ein Ort, an dem Sie noch nie waren? Ich würde mal gerne in die Arktis oder in die Antarktis, da wäre ich gern. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Auch wenn es nicht sehr originell klingt, ich glaube, das ist doch die Familie, weil kein Glück von so langer Dauer ist. Worüber können Sie sich so richtig ärgern? Wenn Pfarrer ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen. Mit wem würden Sie gerne mal essen gehen und über Gott und die Welt reden? Ich wollte tatsächlich mal mit Helmut Schmidt diskutieren. Ich habe ihm sogar einen Brief geschrieben, aber er hat leider nicht geantwortet. Haben Sie einen unerfüllten Lebenstraum? Der wird sich wahrscheinlich nie erfüllen. Ich würde mal ganz gern bei einem großen Rockkonzert in einer großen Arena die erste Gitarre spielen. Bitte ergänzen Sie. Als Papst würde ich... Ich würde einführen, dass beim Konklave die Hälfte der Kardinäle unter 50 sein müssten. Kirche in Not, schätze ich, weil? Weil sie nicht nur, wie ich meine, sehr gute Unterstützungsarbeit leisten und Hilfsmaßnahmen organisieren, sondern weil es hier eben auch um Versöhnung geht, um die Aussöhnung der Völker.